Die Saison hat wieder begonnen. Nicht die Glühweinsaison, sondern die Klatter-Saison. Ausmisten. Und heute werde ich wieder ausmisten. Und zwar. Oh, da hast du ja eine Menge. Ja. Es bleibt spannend. Ciao. Hallo, heute fangen wir mit dem Foundation Entrümpeln an. Da gibt es jede Menge. Ich habe jetzt alle Foundations, auch diejenigen, die in irgendwelchen Schubladen herumlagen, in diese Pappschachtel geräumt. Die werden wir jetzt gemeinsam betrachten. Also nicht die Pappschachtel, sondern den Inhalt. Ziel ist es am Ende, dass der Kram in diese Holzkiste reinpasst, die jetzt aufgrund des Winkels nicht so gut zu sehen ist. Als erstes haben wir hier die Perfect Match Nude. Das ist ein getöntes Serum von L'Oreal. Ich mochte, glaube ich, nein, anders. Die Anzahl der L'Oreal Foundations, die ich bisher mochte, hielt sich in Grenzen. Die mag ich im Moment sogar sehr. Sie hält auch unheimlich gut unter der Maske, zumindest bei mir trockene Haut. Ja, also die wird auf jeden Fall bleiben, weil sie im Moment zu meinen Lieblingen gehört. So, auch bleiben wird die mag ich auch gerne. Ihr seht, da ist jetzt nicht mehr so furchtbar viel drin. Die ist schon so hart an der Grenze von der Haltbarkeit. Das ist die Bobbi Brown Skin Foundation. Die haben wir hier auch schon öfter gesehen. Im Moment funktioniert sie noch und sie wirkt auch nicht irgendwie vergammelt, aber die muss auf jeden Fall weg. Das, ja. Die sehen wir hoffentlich demnächst in einem Aufgebraucht-Video wieder. Eine relative Neuanschaffung ist hier die Skin Fetish Supreme Perfection Foundation von Pat McGrath. Und die ist toll. Die ist richtig toll. Die kostet leider auch 70 Euro oder sogar noch mehr. Oh Gott. Aber die hält auch überraschend gut unter der Maske. Und deswegen wird die selbstverständlich bleiben, weil sie mir gefällt. So, das hier war mal meine Lieblingsfoundation. Jedenfalls eine Foundation, die zuverlässig immer funktioniert hat. Das ist nicht mehr der Fall. Ich weiß nicht, ob die Formulierung geändert haben oder ob die sich meine Haut geändert hat, sodass es nicht mehr so gut zusammenpasst. Ist ein bisschen schade. Ich werde da aber auf jeden Fall noch probieren, ob ich sie wieder zum Funktionieren bringe. Aber das ist eine auf den Vielleicht-Stapel mit probier es einfach nochmal aus. Und dann kommt sie entweder weg oder nicht. Aber ich bin mit ihr nicht mehr so glücklich, wie ich mal war. So, dann haben wir hier von Sephora Best Skin Ever. Die ist dieses Jahr, glaube ich, neu bei Sephora ins Sortiment gekommen. Und das mit dem Best Skin Ever kann ich nicht unterschreiben. Ich habe verschiedene Primer drunter probiert. Erstens mal, bei mir separiert sie sich leicht. Sie bleibt eben nicht in den Falten hängen. In den Falten gibt es dann Stellen, wo sie weggeht. Sie hebt die Textur der Haut hervor und das, obwohl sie schon sehr flüssig ist für eine Foundation. Die Farbe an sich war gut, aber ansonsten gefällt sie mir gar nicht. Deswegen geht die einfach raus. So, das hier ist jetzt noch ein Backup, nämlich von der Revolution Pro in F2. Die mag ich gerne, sie ist noch zu und trotzdem schmutzig. Egal. Die wird auf jeden Fall bleiben und die werde ich irgendwann dieses Jahr anbrechen. Das hier ist die Foundation von Oma oder Oma. Say what? Weightless Soft Matte Hydration Foundation. Hydrating Foundation. Die hat mir am Anfang wahnsinnig gut gefallen. Auch vom Ton her.
Und irgendwann ist es gekippt. Ja, ich habe sie jetzt geraume Zeit verwendet, als ich zumindest jede zweite Woche ins Büro gegangen bin, weil sie halt unter der Maske ganz gut hält, also ganz okay hält. Aber inzwischen bin ich irgendwie nicht mehr so begeistert davon, weil sie verstärkt halt die Textur. Doch, und sie sieht halt wirklich sehr, sehr geschminkt aus. Also, ja, ich schminke mich, ich schmiere mir Foundation ins Gesicht, aber wenn man dann so massiv zugespachtelt aussieht, finde ich das dann doch grenzwertig. Ja, also ich überlege es mir noch insofern, dass ich sie natürlich für Videos gebrauchen kann, weil da ist das Licht so stark, dass man es überhaupt nicht sieht, wie schlimm die Haut eigentlich aussieht mit dem, was man sich appliziert hat. Wiederentdeckt die gute alte Face and Body Foundation von MAC in der Farbe C1. Die mag ich sehr gerne wieder. Ich weiß nicht, warum ich damals aufgehört habe, sie zu benutzen. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, finde ich nach wie vor gut oder inzwischen wieder gut und die wird natürlich bleiben. Pixie by Petra Beauty Balm. Die ist eigentlich schön, aber das gehört auch zu den Dingern, das ist die Farbe Nummer 1, Cream Moisturizing High Pigment Base, Pigment Base, Layer for Full Coverage. Ja. Also sagen wir mal so, sie ist eigentlich schön, aber ich benutze sie nie. Das heißt, dafür wird es irgendeinen Grund geben, warum ich sie nie benutze. Weil eigentlich ist auch diese Handhabung mit dieser Tube, mit dem Pumpding sie dran, eigentlich cool. Aber ich weiß nicht, warum ich sie nie verwende. Das heißt, die kommt auch auf den Stapel nochmal benutzen und dann entweder behalten oder weg. Hier kommen wir, das sieht, man muss die mal schütteln. So, das hier ist auch von Revolution, also die gleiche Variante. Ich dachte, nachdem ich die so liebe, wäre die wahrscheinlich auch cool, weil Serum, Foundation und Zeugens. Das Zeug ist furchtbar. Ich habe damit so eine übel texturierte Haut. Sie hält nicht. Sie geht aus den Falten wieder raus. Sie creased. Gibt es irgendein vernünftiges deutsches Wort für creasen? Ich habe keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Und Hyaluronsäure ist drin und die Farbe passt, ja, aber es macht einfach keinen Spaß, sie zu benutzen. Und deswegen geht die auch raus. Das hier ist keine Foundation. Das ist dieses lustige. Hallo, machst du scharf? Dieses Rose All Day Oil Free Serum von Physicians Formula. Ich glaube, ich wollte es als Primer verwenden. Das habe ich immer noch nicht getan. Das hier wird auf jeden Fall bleiben. Ihr werdet euch fragen, was in aller Welt machst du mit einer blauen Foundation? Sie ist auf der Haut nicht blau, also vielleicht ein winziges bisschen. So, das ist natürlich jetzt so, dass da natürlich dieser Blob rausgekommen ist. Also ihr seht, es schimmert etwas bläulich, weil es ist natürlich Pigment drin. Was ich damit machen kann, ist Foundations, die von der Farbe her nicht so ganz passen. Zum Beispiel die gelben, sehr gelbe Foundations kann ich aber minimal abtönen oder zu rote Foundations. Das geht dann schon. Die werden dann ein bisschen kühler. Funktioniert ganz gut. Ich sag's ehrlich, von der Menge her hätte mir wahrscheinlich so ein Daumenbreit auch gereicht. Weil man braucht wirklich nicht viel davon. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Sache, wenn man Foundations hat, die von der Farbe her nicht so ganz passen. Und man braucht auch wenig genug, dass die Foundation die Konsistenz nicht verändert.
Was mich jetzt nicht so ganz glücklich mehr macht, da ist auch nicht mehr so furchtbar viel drin, ist von Nabla die Close-Up Futuristic Foundation. Diese Foundation hat mich am Anfang richtig begeistert. Ich nehme sie tatsächlich ganz gerne mit auf Reisen. Das ist die Farbe L20 Light. Grundsätzlich gefällt sie mir von der Textur nicht. Es ist halt eine Foundation, die aufgrund der Kleinheit der Verpackung wenig Platz wegnimmt im Gepäck und die ich deswegen mitnehme, auch um sie aufzubrauchen. Jetzt bin ich dieses Jahr auf jeden Fall nicht mehr unterwegs, nächstes Jahr vielleicht. Und ich glaube, ich möchte sie einfach nicht mehr haben, weil sie gefällt mir einfach nicht mehr gut genug. Dann haben wir hier das Studio Fix Fluid von MAC in der Farbe NW15. Die ist mir zu dunkel. Die kann ich im Sommer verwenden. Was allerdings ganz gut funktioniert, ist, wenn ich die beiden mische. Das nimmt ein bisschen was von der Bräune in Anführungsstrichen raus. Dann geht es. Aber wie gesagt, es ist eigentlich schade. Falls jemand von euch die Farbe NW15 standardmäßig verwendet, möge er oder sie mir bitte Bescheid sagen über die E-Mail. Ich wäre bereit, dieses Ding abzugeben und mir das Zeug in der richtigen Farbe zu holen. Also die ist von diesem Sommer, die ist eigentlich noch gut und ich habe jetzt einen blauen Finger. Dann von L'Oreal Skin Paradise Tinted Water Green Perfecting Healthy Glow. Die ist okay. Ich finde sie in Ordnung. Ich werde sie aufbrauchen, aber es ist jetzt nicht mein totaler Liebling. So, dann haben wir hier schon ziemlich gut aufgebraucht. Die muss jetzt auch mal weg, weil die auch schon eigentlich zu alt ist. Laura Mercier Candle Glow Soft Luminous Foundation. Schöne Foundation, ziemlich sheer. Würde ich sie nochmal kaufen? Wahrscheinlich nicht. Dafür probiere ich einfach zu viel Zeug durch. Aber ansonsten ist sie schön, funktioniert mit dem Puder von ihr übrigens super gut. Aber mit anderen Pudern sieht sie immer ein bisschen merkwürdig aus. Ich finde das Puder nicht so bombastisch, dass ich dafür jetzt extra diese Foundation kaufen müsste. Deswegen, wenn die aufgebraucht ist, ist das Puder dann auch leer. Das heißt, dann kommt beides weg und dann werde ich die dann auch nicht mehr nachkaufen. Also auf jeden Fall Aufbrauchkandidat. Was mir gar nicht gefällt, von Nabla, irgendwie werde ich mit deren Foundations nicht mehr froh. Der Skin Realist Beautifying Tinted Balm with Hyaluronic Acid Microspheres. Das Zeug, ich weiß nicht, ob man das sieht. Naja, das ist total glitschig. Also jetzt, oh Gott. Ihr seht jetzt so den Färbeeffekt. Auf der Hand geht's. Im Gesicht habe ich das Gefühl, die setzt sich die nächsten 1000 Jahre nicht. Und von daher, also ich weiß nicht, was für eine Haut das realistischerweise nachbilden sollte. Also nein. Also genau, ich werde dieses Zeug jetzt auch nochmal, das ist übrigens die Farbe Fair 01, ich werde die auch noch einmal ausprobieren und dann kommt sie weg. Vielleicht ändere ich meine Meinung, ist aber unwahrscheinlich. Dank meiner liebsten Nachtcreme, die ich als Primer verwende, nämlich das Glycerin-Bombenzeug von Garnier, kann ich jetzt die Estée Lauder Double Wear tragen. Und die sieht echt in Ordnung aus damit. Hält unter Masken bombastisch gut und das ist auch der Hauptgrund, warum ich sie verwende. Im Moment halt nicht so, weil ich nicht aus dem Haus gehe. Das ist eine Farbe, die ich mir vor allen Dingen deswegen gekauft habe. Das ist jetzt Shell 1C0.
Die haben irgendwann mal diese Farbe aus dem Sortiment genommen. Dann gab es die für ein Apfel und ein Ei. Und dann habe ich die mitgenommen. Und ich mag sie echt gerne inzwischen. Man braucht nur Geduld beim Abschminken. So, was jetzt endgültig rausfliegt, obwohl die mit der Nachtcreme auch ganz gut funktioniert, ist die Bounce Foundation vom Beauty Blender. Die Farbe ist einfach scheiße. Also die kriege ich mit dem blauen Zeug auch so einigermaßen justiert, aber es ist einfach, sie ist einfach zu aufwendig in der Handhabung. Ich kann sie verwenden, ich bringe sie dazu, dass sie okay aussieht, für das, was ich von der Foundation erwarte. Es ist aber ein Heidenaufwand und ehrlich gesagt, dafür habe ich keine Lust. Deswegen geht die raus. Die ist jetzt auch schon, das ist die Farbe 130W. Die ist jetzt aber auch schon alt genug, dass sie den Führerschein machen könnte. Nein, Blödsinn. Die wird jetzt einfach weggehen, weil die ist auch schon zu alt, dass ich sie verschenken könnte. So, Kiste leer. So, dann hätte ich hier noch diesen Stick von Hourglass. Der sieht furchtbar aus. Ich glaube, das gehört zu diesen Stick Foundations bauartbedingt dazu. Den trage ich im Moment ziemlich gerne. Der ist jetzt auch nicht mehr so super frisch. Das heißt, der gehört auch in meine aufzubrauchen Liste rein. Und ich werde ihn wahrscheinlich so nicht nachkaufen, weil Stick Foundations bei mir generell nicht so toll sind, weil trockene Haut, der hier funktioniert ganz gut, allerdings nicht so ohne weiteres. Das heißt, ich brauche eine gute Base. Aber ansonsten ist das Ding für eine Stick Foundation auf trockener Haut echt in Ordnung. Er ist halt nicht so günstig, dass man sagt, ja, kaufe ich mir mal ausprobieren, wie Stick Foundations bei mir funktionieren. Aber ansonsten, ja, den gibt es auch als Flüssig Foundation, glaube ich. Ob es die noch gibt, dass es die noch gibt. Aber ich weiß nicht, ob ich mir die dann auch kaufen würde. So, der wird noch aufgebraucht und dann geht er raus. Das sind jetzt die Kandidaten, von denen ich mich trennen werde. Zum Teil werde ich sie dann nochmal ausprobieren, aber die Chancen stehen nicht so besonders gut. Am ehesten bleiben darf wahrscheinlich die Sephora Foundation. Nicht sicher. Wie gesagt, ich probiere die nochmal aus, also die nicht, aber alle anderen, nein, die auch nicht. Die beiden gehen direkt raus. Den Rest werde ich nochmal probieren. Mal schauen, was dabei rauskommt. Was natürlich direkt rausgeht, sind diese beiden. Das ist das, was bleibt. Und es passt wieder alles in dieses Holzkistchen. Und es ist sogar noch ein bisschen Platz für den Primer, der oben in meinem Schminkstübchen steht. So, ihr Lieben. Gibt es irgendwelche Foundations, die ich nicht mag, die ihr mögt? Oder andersrum, welche, die ich mag, die ihr total furchtbar findet, bitte schreibt es doch mal in die Kommentare und ein Abo wäre auch toll. In diesem Sinne, ciao!